Hi und herzlich willkommen zurück bei Meli Kaninchen. Heute habe ich einen neuen Autorentalk für euch, und zwar geht es um das Thema Amazon KDP und darum, wie man sein E-Book bzw. sein Buch bei Amazon online stellt. Ich werde gleich die Kamera umschalten und dann werde ich einfach mit euch mal so eine kleine Reise durch das Amazon KDP-Dashboard machen. Ich habe ja mal ein Video zu Distributoren gemacht, da habe ich auch über Amazon KDP gesprochen. Schaut euch das gerne an. Ob man jetzt Amazon Only macht, also Amazon E-Book und Taschenbuch, das ist jedem selbst überlassen. Ich habe bei meinen Büchern, bin ich mit beidem auf Amazon, sowohl E-Book als auch Taschenbuch, mit MGC zum Beispiel nicht. Hat alles Vor- und Nachteile. Ich würde aber unabhängig davon, wo ihr euer Taschenbuch veröffentlicht, also ob bei BOD, bei ePubli, wherever, empfehlen, euer E-Book immer bei Amazon zu veröffentlichen. Einfach, also ich weiß, es gibt jetzt auch mittlerweile Leute, die ihre E-Books bei Tolino hochladen, aber ich persönlich finde, Amazon ist für E-Books der beste Anbieter. Als Autor, aber auch als Käufer, ich lese auch nur im Kindle. Einfach wegen dem, ja, wegen dem Kindle Unlimited Angebot, aber auch wegen dem Kindle Deal, wegen Prime Reading und ja, und mittlerweile hat Amazon ja auch auf EPUB umgestellt, also auf das Format EPUB. Das heißt, man kann auch jetzt E-Books bei Amazon kaufen und die sich auf das Tolino, auf den Tolino E-Reader runterladen. Das war halt früher so der einzige Nachteil, dass man dass man Amazon E-Books nicht auf dem Tolino Reader lesen konnte, aber das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Also mittlerweile gibt es gar keinen Grund mehr eigentlich, nur seine E-Books bei Amazon hochzuladen, aber man hat dann halt die Exklusivität bei Amazon. Nur mal ganz, also ich kenne niemanden, der E-Books bei Tolino zum Beispiel kauft, also es gibt bestimmt Leute, die das machen, aber es sind nicht so viele. Also jetzt so proportional gesehen. Aber egal, ich rede hier um den heißen Brei. Aber deswegen ist das vielleicht für die meisten hier interessant. Und wenn nicht, überlegt es euch, euer E-Book bei Amazon hochzuladen. So, jetzt gehen wir in mein KDP-Dashboard. So, da bin ich. Das hier ist jetzt mein Amazon KDP-Dashboard. Also wenn ihr euch nochmal ganz vorab, wenn ihr euer E-Book oder eure Bücher bei Amazon hochladet, dann schaut ihr hier kdpamazon.com. Da könnt ihr euch dann anmelden. Eure Anmeldedaten werden dieselben sein wie bei eurem normalen Amazon-Profil. Bei Amazon ist das alles verknüpft miteinander. Deswegen müsst ihr euch da kein extra Profil oder so anlegen, sondern ihr habt das quasi automatisch. Ihr müsst das nur aktivieren. So, und jetzt sind wir hier im Bücherregal. Und hier ist quasi die Platte, also die Maske, wo ihr eure ganzen Bücher hochladet. Also hier sind quasi all meine Bücher, die ich im SP rausgebracht habe. Und wenn ihr jetzt ein Buch ja, neu hochladen möchtet, dann geht ihr hier auf Erstellen. Ich werde jetzt kein neues erstellen, weil ich müsste das dann halt alles ausfüllen. Deswegen werde ich euch das jetzt einfach anhand eines meiner Bücher zeigen. Wir gehen jetzt einfach mal in Dark Light rein und hier in E-Book-Details bearbeiten und da werdet ihr dann jetzt Schritt für Schritt sehen. Also genauso sieht das auch aus, wenn ihr jetzt auf Erstellen klickt und ein neues Buch anlegt. Dann wählt ihr hier erstmal die Sprache aus, natürlich in meinem Fall Deutsch. Wenn ihr jetzt eine Übersetzung habt, müsst ihr dann auch dann die jeweilige Sprache dann auswählen. Dann könnt ihr hier den Buchtitel auswählen. Hier ist es bei mir Dark Light in Klammern Dark Romance. Das würde ich euch auch momentan als Geheimtipp empfehlen. Es ist für den Algorithmus aktuell auf Amazon mega gut, wenn man sein Genre direkt in den Titel schreibt, damit die Leser auch direkt wissen, okay, das ist das Genre und ist auch einfach für den Algorithmus gut. Deswegen habe ich hier halt Dark Romance in Klammern geschrieben, obwohl der Titel natürlich Dark Light ist. Hier kann man aber gegebenenfalls noch einen Untertitel reinschreiben, wenn man das möchte. Ich bevorzuge das aber, den Untertitel in Klammern hier reinzuschreiben. Also das habe ich zum Beispiel bei meinem Buch Diamantsplitter, dann steht da Diamantsplitter in Klammern Blood Diamond 1, weil das sieht irgendwie blöd aus, wenn man das hier reinschreibt. Aber das ist euch überlassen. Dann kann man hier einfügen, ob das Buch zu einer Serie gehört. Da Dark Light ein Einzelband ist, habe ich das nicht gemacht. Aber ich zeige euch das jetzt einfach mal bei Diamantsplitter.
Details und dann gehen wir danach wieder hier rein. Genau, hier seht ihr Diamant, Splitter, Blatt, Diamond, Band 1 und dann hier seht ihr Serientitel, Blatt, Diamond, Band Nummer 1 und hier kann man dann so eine extra Serienseite anlegen für Reihen. Was auch nochmal cool ist für den Leser auch, damit die auch direkt wissen, okay, da kommen noch Bücher oder so. Ich zeige euch das dann mal, wie das dann auf Amazon aussieht. Dann seht ihr hier den Mensch, Blätter, Blätter mit Band 1, Buch 1 von 2. Das ist halt, wenn ihr so eine Serienseite anlegt, dann könnt ihr hier noch so einen allgemeinen Text hinschreiben. Und dann sehen die Leser direkt, okay, es gibt noch mehr Bände. Wenn noch nicht alle Bände veröffentlicht sind, dann wissen sie, okay, da kommen noch mehr. Und wenn alle schon veröffentlicht sind, müssen sie gar nicht weiter suchen, sondern werden dann direkt dahin weitergeleitet. Deswegen ist es ganz, ganz nice. Dann kann man hier die Auflage eingeben. Eine Auflage ist halt eigentlich, sagen wir mal, wir haben ein Buch veröffentlicht und Jahre später veröffentlichen wir das Buch nochmal, aber nochmal überarbeitet. Und das Buch wurde dann so wesentlich geändert, dass es dann die zweite Auflage ist. Aber das ist dann halt eher so für Neuauflagen relevant. Dann gibt man hier den Autor ein, in meinem Fall Melina Cornelio natürlich. Hier kann man jetzt Mitwirkende eingeben, wenn man zum Beispiel einen Co-Autor hat. Zum Beispiel bei MGC stehen sowohl ich hier als auch meine Co-Autorin. Und bei Übersetzungen werden hier auch die Leute reingeschrieben. Und bei Verlagen kann man auch den Verlag hier reinschreiben. Aber an sich, wenn man einzelner Autor im Self-Publishing ist und es sich nicht um eine Übersetzung handelt, ist das eigentlich irrelevant. Dann hier kommt dann die Buchbeschreibung rein. Hier ist dann der Klappentext, wenn sich Licht und Dunkelheit berühren. Was ich euch empfehlen würde, ihr seht, hier geht es nämlich noch weiter, gestaltet eure Buchbeschreibung so ansprechend wie möglich. Also nicht einfach nur lieblos den Klappentext reinklatschen, sondern schreibt auch noch so ein bisschen was darüber. Ich habe hier halt zum Beispiel noch reingeschrieben, der Kleid ist ein tiefgründiger Roman über toxische Beziehungen, den Weg hinaus und die Überwindung seiner eigenen Dunkelheit inklusive Shibari King. Das ist einfach nochmal für den Leser, die sich unsicher sind, kaufe ich das Buch jetzt oder kaufe ich es nicht, wenn der Klappentext vielleicht nicht zu 100% überzeugt. Einfach noch ein bisschen mehr Info und auch für die Keywords, Shibari ist hier zum Beispiel ein Keyword und eine Leserstimme ist auch super. Die könnt ihr entweder aus den Rezis oder von euren Bloggern nehmen, aber eine Leserstimme direkt da ist gut, weil das auch nochmal so ein Verkaufsargument ist. Dann wählt man hier aus, ich bin Inhaber des Urheberrechts und der erforderlichen Veröffentlichungsrechte. Stimmt, ich habe das Buch ja geschrieben. Und hier kann man noch auswählen, das ist ein gemeinfreies Werk, aber das wird in der Regel nicht dafür zutreffen. Dann wählt man hier die Stichwörter aus, die wichtig für Amazon und für den Algorithmus sind. Hier habe ich Dark Romance, Shibari, Bondage, Romance, Liebesroman, Liebe, BDSM ausgesucht. Das kommt halt ganz auf das Genre an und auf euer Buch, was da halt am besten ist. Dann wählt man hier die Kategorien aus. Ihr seht bei Amazon immer einmal die allgemeine Kategorie und dann spezielle Kategorien, Unterkategorien und die sollten halt auf euer Buch passen. Ich habe ausgewählt Belletristik psychologisch und Belletristik asiatisch-amerikanisch. Die Kategorien sind sehr begrenzt. Also zum Beispiel gibt es keine Kategorie für Dark Romance, man muss da immer schauen. Es gibt zwar Auswahl, aber die ist sehr begrenzt. Da muss man halt, wenn man außerhalb dieser Kategorien, also es gibt noch mehr Kategorien als die hier angezeigt werden. Das ist tatsächlich so. Die müsst ihr euch selber quasi raussuchen, indem ihr bei Amazon in den Kindle-Shop geht und da Recherche betreibt. Und ihr könnt auch mehr Kategorien als diese zwei angeben, indem ihr dem KDP-Support schreibt und eure 5 Kategorien angibt. Das machen wir zum Beispiel mit MGC. Ich mache das für mich selber nicht, weil das mir zu viel Arbeit ist. Und dann müsst ihr, wenn ihr das nämlich mit dem KDP-Support macht, müsste man das hier jetzt rausnehmen, entfernen und dann kann man dann auswählen, nicht klassifizierbar. Das kann man dann wählen und dann kann man das dann manuell einranken lassen. Da habt ihr dann halt höhere Chancen für Sichtbarkeit und so. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr euch halt die Arbeit macht. Es ist auf jeden Fall wert. Ich bin dann nur für meine eigenen Bücher zu voll für. Dann kann man hier Alters- und Schuljahresstufe wählen. Muss man aber nicht, weil ganz im Ernst, 12-Jährige lesen auch Bücher für Erwachsene und von daher finde ich, ist es eigentlich
unsinnig. Dann kann man dann hier auswählen, ob man das E-Book dann direkt veröffentlichen möchte oder zur Vorbestellung freischalten möchte. Ja, das habe ich halt jetzt schon gemacht. So, speichern und fortfahren. Dann kommt man dann hier auf jetzt die nächste Seite. Dann kann man hier auswählen, fügen Sie diesem Kindle-E-Book die Verwaltung digitaler Rechte DMR zu. Das ist halt, das soll zum Schutz für E-Book-Piraterie helfen. Das Problem ist aber, wenn man das einschaltet, dann kann man sich dieses Buch nur auf ein Gerät runterladen. Und es gibt auch Leute, die am Kindle lesen und dann am Handy und so. Und deswegen ist das halt irgendwie ein bisschen kacke. Deswegen habe ich es persönlich nicht aktiviert. Das könnt ihr euch aber natürlich selber aussuchen. Dann kann man hier Manuskript für ein E-Book hochladen. Das sollte halt ja ein EPUB, eine EPUB-Datei sein und ja, dann wird das konvertiert und so. Dann gibt es hier noch eine Rechtschreibüberprüfung, da könnt ihr reingucken. Hier steht jetzt bei mir 410 mögliche Rechtschreibfehler drin, aber es werden da auch Eigennamen als Rechtschreibfehler und so angemerkt. Deswegen würde ich da, ich könnte reinschauen, aber es ist in erster Linie nicht so wichtig. Dann legt man hier ein Buchcover hoch. Man kann entweder ein Buchcover mit Cover Creator stellen, würde ich nicht empfehlen, um Gottes Willen, sondern beauftragt einen Designer, der euch ein Buchcover erstellt und der wird euch dann die JPG dann hoch zuschicken und die werdet ihr dann hier hochladen. Dann Online-Vorschau des E-Books, dann kann man sich hier eben die Vorschau anschauen. Das können wir uns jetzt nicht anschauen, weil ich bin hier im Opera GX Browser drin und das geht nicht für die Vorschau, gehe ich immer in Google Chrome und da habe ich jetzt keine Lust drauf. Und hier kann man dann ISBN des Kindle-E-Books angeben, aber Kindle-E-Books brauchen keine ISBN, deswegen ist das, steht hier auch, deswegen ist das unnötig. Und hier kann man dann auch einen Verlag angeben, wenn es einen gibt. So. Dann kann man hier sein E-Book für Tantiemen mit KDP Select maximieren. Also KDP Select ist Kindle Unlimited. Das heißt, für die, die das Prinzip nicht kennen, ihr schaltet euer Buch frei, so wie ich es gemacht habe. Das gilt immer für 3 Monate. Euer Buch muss dann exklusiv auf Amazon sein. Also ihr könnt euer Buch bei Tolino hochladen, ihr könnt euer Buch bei Amazon hochladen, aber wenn ihr KDP Select haben wollt, dann muss das Buch exklusiv auf Amazon sein. Und ja, ich persönlich würde das empfehlen, weil das halt die Leserschaft vergrößert und ihr habt dadurch keinen Nachteil. Also es ist dann so, Endverbraucher können sich halt Kindle Unlimited abonnieren für 10 Euro im Monat, glaube ich. Und dann können die alle Bücher, die in diesem Kindle Unlimited Pool sind, kostenlos lesen. Aber ihr bekommt trotzdem einen Anteil davon an den gelesenen Seiten. Es wird dann quasi, Amazon legt eine KNP-Seitenzahl fest. Zum Beispiel bei der Kleid ist es 350. Das heißt, euer Buch hat 350 KNP-Seiten. Und pro gelesene KNP-Seite bekommt ihr halt Geld. Das ist weniger als bei einem E-Book-Verkauf, also ihr bekommt dann weniger, als wenn ihr ein E-Book verkauft, aber es ist trotzdem Anteil und ja, es ist halt einfach ein Marketing-Tool. Ne? Als bei der Chromance läuft das sehr gut, bei Fantasy kommt halt drauf an, wie bekannt ihr seid, aber ihr bekommt halt potenziell dadurch Leser dazu und verliert dadurch keine Leser, weil wie gesagt, wer kauft denn, also es gibt weniger Leute, die Bücher bei Tolino Media kaufen, bei Tolino kaufen. Deswegen würde ich es euch persönlich empfehlen. Ihr könnt euch das aber natürlich aussuchen. So. Dann könnt ihr halt auswählen, in welchen Ländern euer Buch zum Verkauf steht. Ich habe alle Länder ausgewählt, weil ja, warum sollte man das auf Deutschland beschränken? Das ist scheißegal. Und für mich als Person, die im Ausland lebt, aber auf Deutsch liest, ist das immer, ja, würde ich mich freuen, wenn das alle machen würden. Deswegen mache ich immer alle Länder weltweit. Dann wählt man hier den primären Shop aus. Amazon.de ist es natürlich bei mir. Und dann wählt man hier dann die Preise und die Tantiemen aus. Wenn das Buch unter 2,69 kostet, genau, wenn ich jetzt, der Wert muss zwischen 89 Cent und
215 Euro liegen, dann kann man die 35% auswählen. Und um die 70% Tantiemen zu bekommen, muss das Buch mindestens 2,69 Euro kosten. Und natürlich will man ja die mehr Tantiemen haben und nicht die weniger Tantiemen. Deswegen ja, bis 70%. Und meine E-Books kosten alle 3,90 Euro, außer mein Gedichtband. Das ist für mich einfach ein fairer Preis. Ich bekomme dann hier, seht ihr, 2,46 Euro Tantiemen. Finde ich, ist vollkommen okay. Hier die Lieferung, das ist davon abhängig, wie groß das Buch ist, also wie groß die Datei. Generell gilt für E-Book-Dateien immer so klein wie möglich. Deswegen wird da in der Regel auch auf aufwendige Grafiken und so verzichtet. Und ja, bei mir beträgt die Lieferung 12 Cent, weil ich habe halt auch so ein paar Kapitelzählen drin und so. Aber das ist vollkommen okay. Ja. Und dann Geschäftsbedingungen, es kann bis zu 72 Stunden dauern, bis ihr Buch online zum Verkauf angeboten wird, und dann kann man dann hier Kindle E-Book veröffentlichen. Das mache ich jetzt nicht, weil das Kindle, das Buch ist ja schon veröffentlicht, deswegen ist es ja im Endeffekt Schnurz. Jetzt steht hier mit unveröffentlichten Änderungen, aber es ist egal, dass auch wenn ihr im Nachhinein Änderungen an einem Buch vornimmt, das Buch bleibt immer online, auch während der Veränderung, und ja, und wenn die Verarbeitung abgeschlossen ist, dann wird das dann einfach mit den neuen Änderungen hochgeladen. So. Und man kann dann natürlich auch noch das Taschenbuch hochladen. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel, hier All About Love habe ich halt nur das Kindle. Habe ich nur das Kindle hochgeladen. Jetzt könnte ich hier theoretisch noch ein Taschenbuch bestellen oder mit einem bestehenden Taschenbuch verknüpfen und auch Hardcover stellen. So, also es ist dann euch überlassen. Ansonsten wollte ich euch noch zeigen, ja, hier, genau, man kann hier jetzt E-Book-Details ändern, Werbung schalten. Das ist noch ein wichtiges Tool, sag ich mal. Und zwar, also hier steht jetzt, weil ich ja bei Kindle KDP Select angemeldet bin, steht hier jetzt angemeldet. Hier kann ich es jetzt theoretisch kündigen zum 7. März. Dann gibt es hier Kindle Countdown Deals, das ist irrelevant, weil das nur in Amerika richtig ausgespielt wird, deswegen macht sowas nicht. Also es sind halt Rabattaktionen. Dann kann man hier kostenlose Werbeaktionen auswählen. Und man, das ist, wenn man bei KDP Select angemeldet ist, kann man sein Buch für 5 Tage alle 3 Monate kostenlos ja, reinstellen. Also das E-Book, nicht das Tauschbuch. Und das Buch wird dann auch gesondert gerankt, also bei den kostenlosen Büchern, nicht bei den normalen Büchern. Und das kann euch halt helfen, nochmal neue Leser zu bekommen und einen neuen Boost. Ich würde das aber nur bei Büchern empfehlen, die auch eine Reihe sind, also sagen wir, oder bei Reihen, die auch nicht mehr laufen. Zum Beispiel bringe ich jetzt gerade Teil 3 einer Trilogie raus, dann könnt ihr Band 1 mal für umsonst reinsetzen, einfach um noch ein bisschen Aufschwung zu bekommen und dann Read-Through für die Folgebände. Ansonsten würde ich das eher nicht empfehlen. Dann kann man hier Ads schalten, kenne ich mich nicht mit aus, muss man sich reinfuchsen. Aber es gibt Leute, die Amazon schalten, und das läuft auch sehr gut. Also das ist kein Hokuspokus oder so. Hier dann A-Plus-Inhalt. Zeige ich also einfach mal A-Plus-Inhalte verwenden. Hier seht ihr übrigens 350 KNP-Seiten. Ja, okay, dann muss ich mich nochmal anmelden. Also hier könnt ihr A-Plus-Inhalt schalten. Ich zeige euch mal, wie das dann aussieht. Gehen wir mal hier auf Dark Light. Das ist quasi, wenn ihr dann hier noch unter der, jetzt hier nicht nur den Klappentext und so, sondern es geht dann hier noch weiter. Dann könnt ihr quasi Informationen über euch oder auch über eure Bücher nochmal extra hinpacken. Einfach oben, ja, so eine Bindung zum Leser aufzubauen, Werbung für andere Bücher zu machen und um eine attraktivere Product-Page zu haben, um noch ein Verkaufsargument zu haben. Ich habe hier halt mein Logo, worum geht es in meinen Büchern, dann habe ich hier noch ein bisschen über mich erzählt, dann habe ich hier noch andere Dark Romance Bücher, dann hier MGC und hier noch ein bisschen andere Bücher von mir, also einfach so ein bisschen, ja, einfach nochmal so ein bisschen Werbung. Und das kostet halt auch alles nichts, ne? Das sind halt alles kostenlose Tools. Ich wollte euch noch zeigen, wie das dann ist beim Taschenbuch. Also tatsächlich ist, wenn ihr euer Taschenbuch da hochladet und auch das Hardcover, das ist alles 1:1 das gleiche in grün. Dann hat man hier noch bei einem Taschenbuch, hat man hier die, kann man sich aussuchen, ob man eine eigene ISBN hat oder die ISBN von Amazon haben möchte.
Eine eigene ISBN müsst ihr kaufen, die von Amazon ist kostenlos, aber wenn ihr keine eigene ISBN habt, dann kann das nicht im Buchhandel bestellt werden. Das ist halt der Nachteil daran. Dann wählt ihr hier dann aus beim Print, wollt ihr Schwarz-Weiß-Papier, Schwarz-Weiß mit cremefarbenem Papier, Schwarz-Weiß mit weißem Papier, Farbdruck mit weißem Papier oder Premiumfarben mit weißem Papier. Ja, ich nehme immer Cremefarben, es sieht besser aus. Verlagsbücher sind auch in Cremefarben. Dann haben wir hier das Format. Ich wähle immer das größere Format, weil ich das halt schöner finde. Und dann hier halt noch so ein paar Einstellungen. Wollt ihr das Cover glänzend oder matt? Habt ihr Beschnitte, also Kapitel ziehen, die über den Rand hinausgehen und so. Dann lädt man dann hier sein Manuskript hoch und hier lädt man dann seinen Umschlag hoch, den ihr auch bitte von einem Designer erstellen lasst und das nicht selber macht mit Buchcover Creator oder was für ein Scheiß. Und ihr könnt einen Barcode vom Coverdesigner drauf machen lassen oder das von Amazon draufdrucken lassen. Das müsst ihr dann hier dann das Kästchen aktivieren oder nicht. Ich lasse das immer von Amazon machen, weil ich habe ja auch eh keine eigene ISBN, sondern die von Amazon, von daher. Dann kann man dann hier auch eine Vorschau starten und dann rechnet ihr hier dann hier die Druckkosten aus und im nächsten Reiter wählt ihr dann eure Tantiemen aus. Ja, so viel dazu. Genau. Jetzt wollte ich noch euch beim Marketing zeigen. A-Plus-Inhalte, Werbeaktion. Dann haben wir hier, man kann seine E-Books nämlich nominieren für einen Kindle-Deal. Also es gibt Kindle-Deals, die... Das ist dann Kindle Deal des Tages, dann gibt es euer Buch dann für einen Tag für 99 Cent zum Beispiel und das wird von Amazon gemacht und das wird dann auch gesondert gepusht, das kann eure Verkäufe ankurbeln. Es gibt auch Kindle Deal des Monats und es gibt Prime Reading, das sind halt für Amazon Prime Abonnenten, die aus einem Pool von Büchern halt bei Prime Reading Bücher lesen können. Und euer Buch kann bei Prime Reading gelistet werden und das wird dann auch nochmal gepusht und für Verkäufe und bla. Und man kann seine Bücher halt dafür nominieren. Es kann auch sein, dass Amazon von sich selber auf einen zukommt, aber wenn ihr das Buch nominiert, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und man nominiert das immer für 3 Monate, dann kann man das Buch rausnehmen oder halt drin lassen. Ich habe eine automatische Verlängerung drin und ja, hoffe, dass irgendwann auch mein Buch für eins davon ja gewählt wird und ich einfach noch mein Marketingbuch kriege. Ich habe hier nominiert für den Kindle Deal Perfect Hallucinations und Diamantensplitter und für Prime Reading habe ich auch Diamantensplitter nominiert, einfach weil das bei einer Reihe dann halt dann nochmal Aufschwung für Band 2 gibt und das halte ich halt einfach für... Ja, für schlauer. Dann wollte ich euch noch kurz in die Berichte reingehen. Das ist dann quasi das Dashboard für eure Verkäufe. Wenn ihr euer Buch bei Amazon hochladet, bekommt ihr erst das erste Mal Tantien 2 Monate nach Veröffentlichung. Und danach dann einmal im Monat. Aber die erste Zahlung gibt es halt erst 2 Monate nach Veröffentlichung. Und hier sieht man dann halt heutige geschätzte Themen, heutige Bestellungen, heutige gelesene KNP-Seiten. Dann stehen hier die bestverdiensten Bücher. Und hier gibt es nochmal eine Übersicht, was wie oft prozentual, ob das Kindle, Kindle Unlimited oder Druck, ich verkauft habe und die Top Market Palaces. Heute gab es halt noch nichts. Ich kann euch aber mal einen kurzen Einblick in meinen Monat geben. Dann seht ihr, wie katastrophal meine Zahlen sind. Bei MGC sind die Zahlen übrigens nicht so, aber ja, dann versteht ihr vielleicht auch, warum ich keine Bücher mehr allein veröffentliche. Also ich habe jetzt im Monat Dezember habe ich 7.833 gelesene Seiten. Die meisten sind von Dark Light. Das ist ja auch meine neue Veröffentlichung jetzt im Dezember gewesen. Also das ist absolut scheiße. Also bei MGC haben wir viel, viel mehr gelesen Seiten. Also das sind wirklich keine guten Zahlen. So. Und dann habe ich dann nachher natürlich auch die Bestellungen. Bei mir waren es jetzt 39 insgesamt im Dezember. 32 waren natürlich Dark Light, auch neue Veröffentlichung. Aber hier wurden auch mal 3-mal Preferable Hallucinations verkauft. Und dann kann man hier auch noch Vorbestellungen sehen. Die werden nämlich gesondert gelistet, wie viele, wenn man eine Vorbestelleraktion macht. Hier gibt es dann noch Werbeaktionen, da habe ich ja keine gemacht. Hier gibt es dann jetzt noch eine Tantiemenschätzung. Also für den Monat Dezember ist meine Tantiemenschätzung 64 Euro.
Und das wird mir dann im Januar, Februar. Ich glaube, die wird mir dann im Februar dann ausgezahlt oder im März. Und ja, dann sieht man dann hier dann die Zahlung, Tantiemvormund. Ja, so viel dazu. Und dann wollte ich euch noch zeigen das Autorenprofil. Also man sieht hier der Kleider Romans von Melina Cornelia Autor. Und wenn man runterscrollt, dann sieht man hier auch meinen Namen. So ein kleines Profil mit meiner Autorenbio. Wenn man jetzt da draufklickt, dann werden hier alle meine Bücher aufgelistet. Also auch zum Beispiel Heartless Hunter habt ihr ja nicht in meinem Dashboard gesehen, weil es ja ein Verlagsbuch ist. Oder auch Rough Hands. Dann wird hier quasi alles gezeigt. Und man kann auch dem Profil halt folgen. Man kann dem Profil halt auch folgen. Und dann werden Leser dann immer direkt mit einer E-Mail benachrichtigt, wenn ein neues Buch rausgekommen ist. Und das macht ihr über Amazon Author Central. Das ist quasi eine andere, das läuft nicht über KDP. Man legt sich da halt einen Account an, den kann man sich auch erst anlegen, man kann den Account schon anlegen, aber man kann sich das Profil erst einstellen, wenn man auch schon eine Buchveröffentlichung hat und das dann quasi verknüpft wird. Genau, dann ist das hier die Startseite, dann kann man hier das Profil bearbeiten mit Foto und hier die Autorenbio. Die kann man übrigens auch in mehreren Sprachen einfügen, falls ihr mal irgendwie eine Übersetzung oder so veröffentlicht, damit dann auch das auf den anderen Marketplaces dann in Englisch oder so ausgestrahlt wird. Dann hat man hier sein Bücherregal, da kann man alle seine Bücher, mit denen man mitgewirkt hat, halt hinzufügen. Dann hat man hier Marketing und Berichte. Dann haben wir hier Kundenrezensionen und da schaue ich aber nie rein. Ich schaue immer nur in den Verkaufsrang. Dann wird hier das Ranking halt angezeigt. Dann kann ich euch das ja auch nochmal mit den Kategorien zeigen. Das hier ist halt jetzt die allgemeine Kategorie. Das ist halt die 16.707 und dann die Unterkategorie 9 in Lyrik für Frauen, 126 in Vereinigte Staaten von Dramataden. Ja, ich kann auch nicht mehr reden. So, ich habe mir jetzt den Mund fucking fusselig geredet. Und ich glaube, das war jetzt auch alles Wichtige. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet da viel raus mitnehmen. Und also sowohl die Debütautoren unter euch als auch die, die schon veröffentlicht haben, konnten vielleicht was dazulernen oder so ein paar Ticks und Tricks bei Amazon KDP. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat oder ob es euch weitergeholfen hat. Und ja, hinterlasst einen Like beim Video, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüssi. Thank you.